Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generations. Hallo, hallo, guten Tag. Heute geht's wieder rein in die Epic Stage. Die Reifen sind tutti muy bien. Dennoch kann einer raus. Der Schwächste fliegt. Und wir gehen heiter weiter. Übrigens, ich habe ja die letzte Folge relativ arschig aufgehört mit einem frechen Teaser. Was ist Teaser? Ich wollte noch ein Thema anschneiden. Und ich dachte mir am Ende der Folge, ja komm, machen wir die Folge jetzt nicht unnötig länger, als sie eigentlich schon immer ist. Deshalb, kurz und knackig, Craig Breen ist ja für Hyundai gefahren. Also hätte man eigentlich sagen können, ja, wenn du eine Rechnung erstellst, dann doch für Hyundai. Ja, aber erstens, ich fahre halt Ford. Und zweitens, Craig Breen ist tatsächlich großer Ford-Fan gewesen. 5, 4, 3. Und er hat sich damals tierisch gefreut, wo er damals von M-Sport einen Vertrag für 2 Jahre bekommen hat. Aber dann natürlich durch viele Unfälle dann, naja, nach einem Jahr ist leider beendet wurde. Aber sonst, Craig Breen ist ein Ford-Fan. Oh Gott. Ist immer so halb Bodenhaftung, halb ja, halb nein. Hier oben an dieser Kuppe, die dann nach unten führt. Und wie gesagt, ne, in der Ford Academy, wo man Ford Fiesta R2 gefahren ist. Nee, R5? R2? R2 hieß es, glaube ich. Der Ford Fiesta. Voll mittig halten, Überkuppe in Überkuppe. Dann ist es ja nicht so abwegig, dass man auch einen Ford Puma als Designträger rannimmt. Rechts 5 mittel und links 6 kurz, Überkuppe 100. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, Verengung nicht schneiden, in rechts 4 leicht schneiden. Ich hätte mein Auto vielleicht höher stellen müssen, um die diese krassen Steigungen und Backup-Parts wie hier zum Beispiel auch besser abfedern zu können. Oh, das Auto kurzzeitig gar keine Lust. Wie wenn man in GTA 5 mit einem kaputten Flieger fliegt und einfach mal kurz im Boden ausgeht. Achtung, links 1, 2. Das waren tolle Zeiten, wo GTA 5 noch krass war. Aber auch wieder verrückt. So ein krasses Game und nach ein paar Jahren hat sich mal daran gewöhnt. Ja, ist nur noch. Ist eigentlich ganz langweilig. Obwohl das an sich gesehen so ein krasses Spiel ist. Wir setzen hier lieber zurück. Wir machen hier keine Faxen. 4 Sekunden Strafzeit. Achtung, rechts 2 Mittel, macht zu, Abzweig 50. Bleib auf der Strecke. Bin auch auf der Strecke, Jeff. Raff dich. Links 4 macht zu, innen halten, in rechts 5. Links voll, in rechts 4, breiter 50. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, in scharf links 30. Über Asphalt, Achtung, scharf rechts, in rechts 4 kurz schneiden. Nein, das geht sich nicht auf. Links 4 macht auf. Das geht sich nicht auf. 80. Come on. Links 3, 150. Oh. Rechts 1 schneiden, 80. 20 Sekunden. Macht auf. Hälfte der Führung verspielt. Auf. Links 4 kurz, Überkuppe 30. Achtung, links rechts 2 über Schotter und rechts 2 macht zu, Ballen innen 200. Scheint ein bisschen optimistisch. Rechts voll. Nichts optimistisch, Chef. Rechts 5 uneben, in Überkuppe rechts 5 mittel innen halten. Links 5 über Kuppe mittig halten, in links 5 macht zu. In rechts 5 innen halten, links 5 kurz.
Ich bin schwer, ich habe gerade Regentropfen gesehen, aber leider nein. 4 Sekunden nochmal drauf gekriegt. Links 4 kurz und links 5 kurz 30. Achtung, links 4 in rechts voll 80. Rechts 5 kurz nicht schneiden in links 5 200. Kuppel und links 4 macht oh, zu in rechts 4, oh, 200. Friedlicher Park. Vorsicht mit den Reifen. Rechts voll ins Ziel. Sekunden war der letzte Checkpoint. Was haben wir jetzt? Ah, 24 geblieben. Vorsprung instant halbiert, obwohl Mathemann schlägt zu. Ich hatte ja 40 Sekunden Vorsprung. Das ist mehr als halbiert. Oh Mann, ey. Aber Ottenning hat auch gerade wieder absolut nicht gepatzt. Kalle einfach gerade Erster geworden. Huch. Und jetzt wird es nochmal einmal lang und unangenehm. Das passt. Ja, doch, das passt. Ja, je. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. 30, links voll 50. Jesus, links Speed. 3 kurz 30. Rechts 3 macht zu in links voll 30. Rechts voll Sprung und Achtung, rechts 4 Mittel macht zu 30. Links 4 macht zu in rechts 6. Und links 4 macht zu in rechts 3 kurz 80. Zweig links, eins lang, in aua. Rechts voll 30. Rechts gut, dass ich an der Stelle die E-Power hatte. Konnte ich schön mit der extra Energie sauber rumziehen. Rechts 3 lang, macht auf. Und rechts 3 kurz, in links 2. Gott, zweiter Gang. In rechts auch voll, in Bremsen, Sprung, kurz vorm Dahinraffen. Links nicht schneiden, 50. Links voll 30. Kurz mal die Handbremse gezogen. Links 5 in rechts Turbo ist kaputt. Kuppel mittig halten. Ist gerade einfach spontan rot geworden. In links 3, in rechts 4, macht zu, über Kuppel 50. Rechts 5, Überkuppe mittig halten, 50. In rechts 5 kurz, in links 4 macht auf, lang. In Überkuppe rechts 5 kurz, macht zu, in rechts 4 bremsen. In rechts 3 macht zu. Und links 3 kurz, innen halten, rechts 5 macht zu, in links 3 macht zu, Überkuppe 20. Links 4, Überkuppe. Links 5 macht zu in rechts 4 kurz. Und links 6 Verengung in rechts 4 kurz Verengung. In rechts 3 macht zu und rechts 6 in rechts 3 kurz. Oh Gott. Und kurz mal ein bisschen außer Kontrolle geraten. 30. Achtung, scharf rechts macht auf und links voll. Rechts 6, über Kuppe, innen halten, links 3, innen halten. Rechts 4, macht zu. Und links 5, macht zu, in links 4, macht zu, 30. Rechts 5, Verengung und rechts 5, macht zu, 3. Ich versuche hier wirklich Zeit gut zu machen, wo es geht. Aber das Auto ist einfach eine Krücke. Ah. Zu früh zu bei den Verengung und links 5 in rechts 6 lang Überkuppe macht zu und links 6 bremsen in rechts 4 leicht schneiden
In links 6 innen halten, rechts 5 nicht schneiden. Verengung, ja, über die Brücke. Scharf bremsen, scharf links, ah, nicht schneiden. Die Stelle kenne ich, weil in der Replay-Kamera kann man unter die Brücke, unter die Brücke durchgucken. Ganz verrückt. Ich bin noch von der letzten Rallye gemerkt, wo wir zum ersten Mal mit den BC1-Fahrzeugen durchgedödelt sind. In links 6 kurz. Und über Kuppe in links 5 macht zu, in rechts 4 macht auf. Oh Gott. In diese Nicht-Speed. Und rechts 4 kurz 100. Über Kuppe rechts 5 macht zu und links 6 macht zu. In rechts 5 bremsen, in links 4 schneiden. Und rechts 5 über Kuppe macht auf, in schneiden. Rechts 6 über Kuppe na klar. Nach ab. Ah, frag den Briefkasten. Der, so wie ich jetzt sie kenne, aus Metroidenmetall ist. Kryptonit. In links 5 macht auf ab 2. Obwohl, ist Kryptonit krass? Also, Kryptonit gibt es ja auch gar nicht, ne? Aber wie gäbe es das? Wäre es wirklich krass? Es ist ja nur gegen Superman krass. Links 30. Aber kann ja sein, dass es dann für die normalen Menschen nicht krass ist. So wie laktoseintolerante Leute und Milch. So, für die ist Milch echt scheiße. Aber für Leute, die das nicht haben, für die ist Milch einfach so ja, nichts Besonderes. So, ist halt Milch. Ist das so mit Kryptonit? Heute auch wieder die absoluten Random-Themen. Rechts oh, ich dachte, ich wäre in der 2. Achtung, scharf bremsen, Sprung in rechts 3 macht zu. In links 3 kurz macht auf, in scharf links 30. Über Schotter scharf rechts, in scharf links nicht schneiden, 80. Links 5, Verengung in rechts 6. In links 5, macht zu. In rechts 4, Mittel und rechts 5, scharf bremsen, 30. Come on. Abzweig scharf links, macht auf, 80. Über Kuppe links 4, Verengung 80, rechts 1, 300. Aufgepasst, nicht abrutschen. Du, ey, es komm schon, das ist so witzlos. Eine Sekunde Strafe. Das geht. Das kann man verkraften. Achtung, scharf bremsen, rechts 1, 80. Über Kuppe mit sich halten. Noch 4 Sekunden Vorsprung overall. In links 2 und rechts 3 macht zu. In links 4 Mittel, in rechts 2. Und über Kuppe rechts 4 kurz Verengung in links 3 macht zu. Scharf links nicht schneiden, Ballen innen 150. Achtung, über Kuppe rechts 5 kurz und links 5 macht zu 4 Mittel. Oh Gott. Und über Kuppe rechts 6 macht zu und links 6 kurz. Wo ist die Power? I got the Power. Bam, 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 bam. Und 4 lang 80. Oh ja, E-Power. In links 5 und rechts 5 macht zu. In links 5 innen halten über Kuppe. Rechts 6 macht zu über Kuppe. Rechts 5 kurz in links 6 50.
5 nicht schneiden und Ziel. Ein bisschen weggesägt am Zaun. Bisschen grob rübergehobelt. Was ist der Rückstand? Nur 6 Sekunden. Okay, wir haben nochmal zum Schluss die letzten 2 Sektoren ordentlich Schadensbegrenzung betrieben. Aber natürlich ist es wieder Kalle, der da vorne ist. Also, und Neville ist natürlich auch wieder da. Hallo, guten Tag. Vorsprung nur noch 9 Sekunden. Oh, und danach. Ich konnte mich gerade zwischen dahinter und danach nicht unterscheiden. Hat man, glaube ich, gehört. 1 Minute 36. Ach du Heilige. Das wird eine verrückte letzte Folge werden. Ich glaube, es wird schon wieder Podium oder TNF. Aber definitiv ein anderer Videotitel, weil, naja. Man darf es nicht overusen. Don't overuse it. So, das passt. Das passt auch. Das kann so bleiben. Das geht auch. Jetzt haben wir noch ein bisschen Spielraum. Oh. Weniger Spielraum als gedacht. Ah, shit. Dann ist es so. Ist das clever? Das sieht halbwegs clever aus. Mehr ist halt leider nicht drin. Und das Auto muss schön aussehen. Und es sieht schön aus. Bye, have a great time.